Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin heute, ist immer noch Sonntag. Ich habe mein Gesicht gerade noch einmal geschminkt und habe was ausprobiert. Ohne Augenbrauenstift, nur diese Pomade. Nicht diese Pomade, nur dieses Augenbrauengel. Und es hat Samstag auch funktioniert, weil ich nicht so viel Zeit hatte und früh aufstehen musste. Und es musste schnell gehen, weil ich ein bisschen länger im Bett geblieben bin. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Ich muss sagen, man kann das ruhig machen. Heute wollte ich zusammen mit euch die Tami X Palette austesten von Make-Up Revolution. So sieht die aus. Die Farben sind einfach gigantisch, deswegen wollte ich sie ausprobieren. Im Nachhinein werde ich sie auch, denke ich mal, swatchen. Ich denke, dafür wird auch ein bisschen Zeit bleiben. Wir haben 34 Minuten für ein Augen-Make-up, das funktioniert. Denn mein Gesicht mache ich danach fertig. Ich tue mir ein bisschen Puder unter die Augen bringen. Dafür benutze ich super gerne diesen Pinsel, gerade um im Innenwinkel zu arbeiten und so leichtes Puder hier auch aufzutragen. Das ist von Morphe der M438 Pinsel, den mag ich super gerne. Der ist auch gar nicht so, wie nennt man das? Gar nicht so hart. Also von den Borsten sind die schwarzen ja ein bisschen pieksig, der geht noch. Also der ist wirklich noch machbar. So, das hätten wir. Dann tue ich mein Auge prime. Dazu benutze ich jetzt die Catrice Camouflage, also dieses Catrice Priming. Was ist denn das? Eye Foundation. Es ist für mich überhaupt gar keine, es ist nicht mal eine BB-Cream für die Augen. Es ist einfach ein durchsichtiger Primer, was ich überhaupt nicht bevorzuge. Ich bevorzuge eher so Creme-Geschichten, also so Concealer-artig deckend. Aber Concealer hält auf meinen Augenlidern einfach nicht. Das verschwindet dann. Deswegen ist es ein bisschen unpraktisch. So, wir fangen an. Wir möchten heute zwei Looks schminken. Ein Auge so. Und ich würde sagen, wir fangen an. Ich weiß es nicht. Sie ist so wunderbar bunt. Ich weiß es nicht, ob ich zwei Looks mache oder doch lieber einen. Ich fange mal an mit dem Gelb und trage den mit so einem fluffigen Pinsel auf. Ich sette mein Lid nicht, aber ich klopfe mal ab, damit ich nicht ganz so viel Produkt habe. Das ist absolut gar keine Alltagspalette, außer man macht One-Shadow-Look oder man steht auf bunte Alltagstöne. Das ist wirklich eine Karneval-Festival-Weiß-Weiß-Ich-Palette, also um Papageien-Looks zu schminken und das will ich auch machen. Ein Ticken hole ich euch aber dafür näher dran, sonst erkennt ihr mir ja gar nichts. Ja, die Farbe lässt sich auf jeden Fall gut aufbauen. Ich bin auch ganz froh, dass ich entscheiden kann, wie viel Pigment ich benutze. Also je öfters ich reingehe, je mehr ist einfach, ja. Also das stört mich nämlich, wenn ich in eine Lidschattenpalette reingehe und wumms, habe ich die Geschichte drauf. Und dann kann ich aber nicht entscheiden, ob ich weniger benutze oder nicht. Okay, das hätten wir ja schon mal dann. Ich entscheide noch, ob ich den so lasse oder... Ja, ich gehe hier in dieses rosa, pink, weiß ich was rein, in den hier. Und trage mir den hier so auf. Weil ich möchte entscheiden, ob ich jetzt viel Pigment benutze oder nicht. Weil wenn ich viel Pigment haben will, gehe ich einfach zweimal rein. Und nicht bei einmal ist... Ich liebe auch Paletten, wo die Pigmentierung einfach assrein ist. Aber ich kann nicht immer erwarten, dass auch... ja, dass immer so viel Pigment da ist, weil bei manchen ist es besser, man hat einfach weniger. Ich blende das ziemlich hoch. So ungefähr. Dann nehme ich meinen etwas kleineren Pinsel. Na, etwas ist gut, ne? Ich nehme so einen ganz kleinen und gehe in das Knallrot rein. In das hier. Uah. In das hier. Und ich war im Blau gerade mit meinem Nagel drin, ne? Klasse. Und trage mir das hier so auf.
bei Catrice Eye Foundation muss ich sagen, es nervt mich. Es nervt mich, dass die so unterschiedlich sind, ne? Ich müsste eigentlich mal die Zetten. Habe ich ja jetzt nicht gemacht. Deswegen ist das so ein bisschen fragwürdig. Ich gehe in das Blau hier mal rein. Das ist so ein Zettenfinish, glaube ich. Ich guck mal, was passiert. Sollte ein Lila ergeben. Ich habe noch keine Ahnung, wo es mich hinführt, um ehrlich zu sein. Irgendwie ist das Blau nicht ganz so gut pigmentiert. Ich finde, es verwischt irgendwie. Ich mache das nochmal ab. Das gefällt mir mal überhaupt nicht. Ich finde es gerade furchtbar. Ich finde es gerade furchtbar. Ich mag das nicht. Ich benutze jetzt mal eine andere Lidschattenbase auf dem Auge, um zu gucken. Benutzt die Nivea-Tücher, die brennen bei mir. Also es ist auch gleich ein bisschen gerötet, weil es einfach, ja, A vom Lidschatten und B, weil es einfach unangenehm ist. Es pritzelt so ein bisschen, als würde es die Haut so ein bisschen aufschrubbeln. Okay, ich habe einen anderen Plan. Ich benutze jetzt erstmal, um mein Lid zu setten, das hier so. Also über das Gelb drüber, weil ich habe das Gefühl, das wird sonst nichts. Ich glaube, die sind nicht dafür ausgelegt, um sie einzeln zu verwenden. Ich benutze jetzt auch hier nochmal die Eyeshadow Base von Catrice. Ja, sie ist okay, ja, für den Alltag, sag ich mal. Aber um so knallige Looks zu machen, ich glaube, da ist sie einfach nicht geeignet für. Und ich hoffe, weil sie so ein bisschen silikonig ist, dass sie nicht alles kaputt macht, was ich mir jetzt aufbauen möchte. Das würde mich sehr, sehr ärgern. Also hellen, matten Lidton. Lidschatten meine ich tot. Und dann los geht's. Ich hoffe, jetzt klappt das mit dem Verblenden und mit diesem ganzen Pigmentationsaufbau. Ja, wir fangen jetzt einfach nochmal von vorne an. Ich benutze tatsächlich jetzt mal dieses Auge, um einfach, ja. Ich benutze jetzt das Knallrot. Wir gehen jetzt einfach in das Knallrot rein. Da benutze ich gerade ein... Vielleicht war es einfach nicht Sinn der Sache. Ja, lässt sich besser aufbauen. Keine Ahnung warum. Im Moment kann ich das euch nicht sagen. Vielleicht weil alles gesettet und gecleanert war. Ich gehe in diesen Orangeton rein. Da benutze ich tatsächlich mal einen kleineren Pinsel oder einen anderen Pinsel. Weil wenn ich Pigment ja runtergehe... Die geben sich nicht viel, also im Fännchen sind sie doch sehr unterschiedlich, muss ich sagen, die zwei, aber auf dem Auge kaum erkennbar. Ein Übergang, was ich sehr, sehr feier, deswegen können wir es da hochziehen. Ich gehe in den Gelbton rein. Leider echt ein Fehl gewesen gerade eben. Doch, so gefällt mir das ganz gut. Ich soll bei mir mein Lid, mache mir kurz einen Cut-Crease und dann hole ich euch nochmal dazu. Das ging erstaunlich schnell. Unter einer Minute habe ich, glaube ich, diese Cut-Crease gezogen. Keine Ahnung, es ging erstaunlich schnell. So, die Cut-Crease, wie gesagt, habe ich schnell gezogen gehabt. Mein Sohnemann und mein Freund sind wieder da. Ich dachte, die brauchen etwas länger. Kann hier gediegen machen. Ich hatte mir gerade noch mal die Palette angeguckt. Ich möchte so ein bisschen mit dem Lilanen hinten am Winkel verdunkeln. Und ja, dazu nehme ich den Zoeva 231 Pinsel. Oder verdunkle ich mit... Nee, ich nehme den Lilanen und verdunkle.
Die sind etwas pudrig. Ich habe so eine halbe Cut Crease gezogen und fange jetzt an, auch auf meinem Lid zu arbeiten. Da möchte ich erstmal dieses wunderbare Grün erstmal austesten. Das ist das Mintgrün hier. Oder möchte ich das nicht? Nee, das möchte ich nicht. Ich benutze dieses Flieder. Seht ihr das? Das funktioniert assrein. Dann gehe ich natürlich hier in diesen dunklen lilanen Ton und trage ihn mir hier in die Mitte auf. Halleluja. Unten am Wimpernkranz arbeite ich auch mit diesem lila Ton, also einfach mit dem ja, schönen lila Ton. Setze ich mir so ein bisschen an den unteren Wimpernkranz. Und das Orange nicht zu vergessen. Also übereinander zu arbeiten mit diesen Tönen ist irgendwie schwer. Man muss immer irgendwie eine Cut Crease ziehen. Also ich finde, die Pigmentierung verliert sich da irgendwie. Ich muss sagen, trotzdem wunderschön. Wunder, wunder, wunderschön. Vom Ding her ist das wunderschön, ja? Von den Paletten. Aber was bringt mir eine Palette, wenn ich nicht übereinander miteinander arbeiten kann? Also, ja. Das ist ein bisschen Quatsch dann für mich. Mit dem Auge wären wir mit den Puderprodukten fertig. Ich mache mein Fallout weg und meine Pudergeschichten. Ich setze mir aber das Gelb hier in den Innenwinkel rein, denn ich finde, da fehlt einfach was. Und es fehlt mir tatsächlich noch irgendwas ganz, ganz Helles. Aber ich kann auch so ein Look hier kreieren, sage ich mal. Ich gehe nochmal ins Orange. Und verblende das Gelb und Orange und wir sehen, das ist ein Auge, das ist fertig. Wir fangen jetzt an mit dem anderen Auge. Da möchte ich so in den Blau-Grün-Tönen hin. Blau-Grün. Ich fange an mit dem Hellgrün hier einen Übergang zu schaffen. Ich finde das wunderschön, dieses Grün. Das ist wirklich ein ganz, ganz besonderes Grün irgendwie. Also weder hell noch dunkel, irgendwas dazwischen. Das hat man nicht so oft, finde ich. Also entweder gibt es ganz dunkle Grüne oder ganz helle Grüntöne. Ja, genau. Dann gehe ich nochmal mit dem Pinsel. Mache ich mir gerade an meine Hose sauber. Ja, mit dem kleinen Pinsel wieder in dieses Grün hier rein und setze mir das einfach mal oben drüber. So einfach auf mein Hellgrün sozusagen drauf oder auf mein Mittelgrün, aber nicht ganz so hoch. Die arbeiten sich gut ein. Aber sobald man eben, ja, keine Ahnung. Ich werde jetzt dieses Blau hier benutzen und versuchen, das noch ein bisschen einzuarbeiten. Ich bin nicht ganz so, also die Pigmentierung ist gut. Mich stört es, dass ich nicht Lidschatten auf Lidschatten arbeiten kann, gerade was matte Geschichten angeht. Ich finde matte Geschichten so super schwierig, übereinander zu blenden, weil die Textur ja schon einfach trocken ist. Aber jetzt beim Blau funktioniert das viel besser als mit diesem lila Ton hier im Außenwinkel. So. Okay, dann
Überlege ich gerade, trage ich mir dieses Blau hier? Mal hier im Außenwinkel auf. So, das verschwindet dann so. Es lässt sich einfach nicht miteinander richtig schön einarbeiten. Wisst ihr, wenn man das dann verblendet, dann geht das Pigment leider verloren. Keine Ahnung. Bin ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ich überlege gerade, ob ich mir die 11 Euro hätte sparen sollen oder was. Ins Hellgrüne gehe ich nochmal und verblende sozusagen die Kanten hier. Man sieht auch, es geht echt viel verloren. Weiß nicht, ich muss noch mal ihr Video dazu angucken, wie sie das gemacht hat. Mich nervt das gerade. Auch da ziehe ich mir jetzt irgendwas, was auch immer. Ich versuche mal einen anderen Pinsel zu benutzen und noch mal in das Dunkelblaue reinzugehen, einen synthetischen. Vielleicht funktioniert das dann eher, wenn man das dann so. Ja, funktioniert schon mal ganz gut. Habe ich heute auch für Jeffree Star Palette benutzt, denn damit war ich bis jetzt eben gerade geschminkt und es sah alles super aus. Und da war nichts so, dass es sich nicht aufbauen ließ aufeinander, sondern sogar miteinander sich verblendet hat. Also, schwierig. Ich ziehe mir jetzt mal eine Cut Crease oder irgendwas in der Art, dass ich mein Auge mal säuber. Ja, schade. Also das ärgert mich schon etwas, muss ich sagen. Denn ich habe hier mehr unten rumkleben, sag ich mal, als auf meinen Lidern. Und beim Jeffree Star war wenigstens so, dass ich was auf meinen Lidern hatte. Ich meine, preislich natürlich völlig verschieden, aber trotzdem finde ich sowas ärgerlich. Ich meine, ich verkaufe doch keine Palette, die dann so wird. Seht ihr das? Das sieht total fleckig aus. Ich versuche jetzt mein Bestes zu geben und mache mir so eine, keine Cut Crease, aber so ein Halo Eye. Bis dahin. Und ich mache das nicht, weil ich jetzt so einen Alltagslook schminken möchte mit dieser Palette, sondern ich mache das, um einfach viele Farben zu testen. Ihr seht ja, da funktioniert und bei der anderen auf einmal nicht mehr. Deswegen, umso mehr Farben wir testen, umso mehr kriegen wir einfach heraus, wie die Palette einfach funktioniert. Und was bringt mir das, wenn ich euch zwei Farben zeige und die Palette ist dann Schrott? Ich hoffe, nach dieser Review, die ich jetzt hier abgebe, nicht das Schlimmste. Ich gehe nochmal mit einem flach gebundenen Pinsel. Ich probiere jetzt mal einen anderen Pinsel aus und hoffe das Beste. Mach so ein bisschen das Lila weg. Und gehe mit einem mit einem Echthaar-Gemisch nochmal in das Dunkelblaue rein. Vielleicht funktioniert dieser dunkelblaue Scheißton nicht. Ich habe keine Ahnung. Versuche hier aufzubauen ohne Ende. Seht ihr? Auf dem Concealer haftet das Ding wie geschmiert. Das will da einfach nicht haften. Okay. Dann nicht. Dann einfach nicht. Ich probiere noch einen Schwammapplikator. Aha. Klappt auf jeden Fall besser. Ich habe keine Ahnung, was das Problem jetzt hier war.
Ich werde die Töne nochmal testen. Ich benutze diesen Pinsel, der da dran ist. Ich möchte dieses Grün hier austesten. Das scheint mir ganz cool zu sein und trage mir das auf meinem Concealer hier auf. Und möchte dann nochmal das Blau testen. Ich möchte einfach, wie gesagt, viele Farben testen. Das Blau gefällt mir überhaupt nicht. Wenn ich da dran gehe, dann verschwindet das. Das ist nicht Sinn der Sache. Scheiße. Oh nein, wie kommt das jetzt dahin? Ach so, von dem Schwammapplikator. Ich bin es einfach nicht mehr gewohnt, Schwammapplikatoren zu benutzen. Ich benutze meinen W7 flachgebundenen Zungenpinsel und gehe in dieses knallige Blau hier rein. Und ich glaube, das wird richtig bombastisch. Weiß nicht, ob man diesen Look noch irgendwie retten kann. Doch, 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 doch. Ich rette das, indem ich einfach nochmal ein bisschen Pigment draufklatsche. Was soll ich dazu sagen? Natürlich krümelt es und natürlich fällt alles runter und... Ich benutze trotzdem das Grün nochmal, um einfach in der Mitte wenigstens etwas zu arbeiten. Die sind auch fest gepresst, aber trotzdem geben sie gut Schimmer ab. Also ich muss sagen, das Grün und das Blau faszinieren mich jetzt mega. Das ist für mich wie ein V-Auge. Da könnte man sicherlich einen schönen V-Look schminken. Was so ineinander geht. Ich mache mir mal das Fallout nochmal hier weg. Ist ja abartig hier. Hier ist ja sowas von was los. Gleich habe ich blaue Haare. Okay, wir gehen hier in diesen Ton nochmal rein. Und tragen uns das einfach nur in der Mitte hier auf. So. Also. Yes. Ich umrande mein Auge mit Grün. Ich glaube, Schwammapplikator ist gar nicht mal so verkehrt. Grün. Und hinten blau nochmal. Wenn ich jetzt natürlich so bedenke, dass ich unten drunter eigentlich matte Töne drauf habe, ärgert mich das schon. Aber wir konnten wenigstens es noch retten, sag ich mal. Es hätte, wenn ich jetzt weggehen würde, würde ich so lassen, ne? Weil ich finde, im Endeffekt sieht das trotzdem toll aus. Dieses, ja, dieses, das sieht einfach, mir gefällt dieses Dunkelblau und dieses andere, was ich hier gemacht habe. Aber ich habe halt hier alles mit blauer Farbe. Und das sieht einfach nichts aus. So. Ich würde sagen, ich mache jetzt meinen Look fertig, indem ich einfach es fertig mache. Ich möchte mich heute damit nicht so rumquälen. Ich trage mir noch mal ein bisschen dieses Grün, dieses helle Grün, einfach in die Mitte auf. Wow. Okay. Ich liebe Grün und Blau zurzeit. Also ich bin wirklich ein blaues Mädchen geworden. Ich mache jetzt fertig und dann hole ich euch nochmal dazu. Viel Zeit haben wir ja nicht. So, meine Lieben, ich habe mir einen Lidstrich gezogen und ein bisschen Gloss aufgetragen. Ein bisschen
gebronzt, damit ich nicht ganz so tot aussehe, sage ich mal. Wenn ich mir überlege, dass das ein Look ist, der mir sehr zusagt, obwohl wir eine so Schande hatten, und das ein Look ist, der mir sehr, sehr zusagt, obwohl das ja gleich funktioniert hat, nur kann man keine Matten auf den Matten aufbauen. Man kann sie ineinander blenden, orange und gelb, aber nicht miteinander irgendwie verdunkeln, was mir natürlich echt blöd ist. Ich werde das auch gleich nochmal swatchen und euch abfilmen. Aber so zum Großen und Ganzen, ich liebe diese Farbvielfalt. Ich bin so zufrieden mit beiden Looks. Ich werde jetzt so in der Küche stehen und kochen und werde das nochmal begutachten. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja, ich hoffe, euch gefällt der Look auch. Die Review, ich swatche es und zeige euch nochmal die Farben. Ich kann euch ja mal zeigen, wie ich es swatche. Ich benutze diesen Pinsel hierfür. Tue ihn mir abtupfen und swatche euch gerade das einfach dahin. Ihr seht, es ist schon schwach pigmentiert. Also viel Farbe kommt da einfach nicht rüber. Aber wir haben trotzdem einen tollen Look kreiert. Ich swatche euch gerade erstmal alle Matten. Ich hoffe, ihr erkennt das. Da ist keine Lidschattenbase drauf oder sonst was. Aber das ist ein ganz normaler BH Cosmetics synthetischer Pinsel. Und ich denke, dass man doch einfach mit vielen verschiedenen Pinseln arbeiten sollte. Ich habe auch Echthaarpinsel. Ich zeige euch mal. Vielleicht swatcht der Echthaarpinsel ja viel, viel besser, was ich auch vermute. Muss man das Blau hier wegmachen. Aber die Pinsel sind, die sind nicht so. Aber auch, wisst ihr, was ich meine? Auch nicht wirklich. Ich gehe ins Hellgrüne. Die sind sehr, sehr pudrig. Rainbow Edition. Und ins Schwarze. Da war ich heute noch gar nicht drin. Muss mal meinen Pinsel nochmal sauber machen. In Schwarze, weil das so gekrümelt hat. Sie lassen sich ja schon mal aufbauen, ne? Und jetzt möchte ich in die schimmernden rein. Das sind 2, 4, 6, 7 schimmernde Töne. Und die trage ich mir mit einem ganz bestimmten Pinsel auf. Und zwar ist das der von W7. Dieser Pinsel ist sowas von gut. Wirklich sowas von gut. Und die trage ich jetzt mal hier oben auf. Da sind auch nicht ganz so viele Haare. Ich wollte eigentlich meine Haare heute abrasieren für die Swatches. Aber dann habe ich es doch gelassen. Wir gehen in den hellgrünen rein und tragen uns den auf. Ich muss sagen, die schimmernden. Ich zeige euch nochmal meinen Look. Ich bin so, so zufrieden, wie es dann am Schluss doch geworden ist. Ne? Einfach gigantisch. Dann swatche ich euch mal das Lila. Das sind jetzt einfach die schimmernden. Und ihr seht, ihr seht gar nichts. Pinsel verloren auf dem Swatchweg. ihr seht gar nichts, aber da wäre der Lila, ne? Ich meine, sie sind pastellig. Das ist eine pastellige Regenbogenfarbe. Ich gehe in das. Ich swatche euch das extra nicht mit dem Finger, weil ihr werdet nicht mit dem Finger arbeiten in den matten Tönen. Vielleicht in den schimmernden, aber man kann die schimmernden sogar besser mit dem Pinsel auftragen. Dieses Kupferrot ist auch sehr interessant. Schaut mal, sehr interessant. Vielleicht doch ein bisschen näher holen. Da. Also ihr seht, das sind so pastellige. Mit Lidschattenbase lässt sich das natürlich besser arbeiten, ist doch klar. Aber ja, dann das Grün. Und das Blau und noch das Lila und dann sind wir durch. Guck mal, wie schön. Also die Schimmernden sind wirklich assrein. Ich gehe nochmal in das Lila, ne? Und swatche euch das mal dahin. Nehmt das Blaue. Ich muss sagen, ich bin eher hier Bomb in your face als hier. Aber sie ließen sich auf der Eyeshadow Base, die ich einen Wing gesettet habe, wirklich super ausblenden. Die blauen gar nicht. Die blauen sind irgendwo verschwunden, die matten Töne und grünen Töne. Aber
des Schimmers geblieben. Ich hoffe, euch hat die Review ein bisschen gefallen. Ich meine, ich kann sie jetzt auch mit dem Finger swatchen, aber was bringt das? Ich meine, ich kann euch das auch zeigen, ob das dann auch abgeht. Und welche Töne dann auch am meisten abgehen. Ich habe hier einen stinknormalen Morphe-Pinsel M441. Und wir sehen, die gehen einfach, ja, die blenden sich einfach zu schnell aus. Sie haften nicht. Dafür haften hier die. Die haften und die bleiben auch. Von daher, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir gefallen die Looks. Ich wandere jetzt so bis heute Abend rum. Viel zu schade, um sie abzuschminken. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Paletten-Review. Das war eine Paletten-Review. Der Spiegel ist auch toll. Wirklich toll. So, ich verabschiede mich. Schade, dass ihr mich so nicht mehr seht. Vielleicht mache ich noch einen aufgebraucht. Ich finde den Look toll. Ich mag den. Ich mag den sehr. Auch die, das hier, das sieht so ein bisschen nach, ja, irgendwie nach Huda Beauty Desert Dust aus. Wunderschön. So, jetzt aber Ciao Kakao, meine Lieben.